guten Morgen. Ash ist gerade raus aus der Tür. Er hat heute den letzten Schultag und wir haben den ersten Wohnitag. Mhm. Also nicht Wohnmobil, sondern Wohnwagen vielleicht, oder? Ja, weiß ich noch nicht. Moin. Mann, sind die sportlich. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Da laufen sie. So, egal. Also, wir haben heute eventuell den ersten Wohnwagentag, ne? Ich total begeistert. Und was sagst du dazu? Weiß ich nicht, ist nah dran. Ich stehe jetzt erstmal hier und warte, weil Marie hier an diesem Stand erstmal was holen musste. Und so sieht das denn aus, wenn wir gleich nach Hause gehen. Diese Warterei, die nervt echt. Aber ich hoffe ja, dass sie gleich kommt. Das war so lustig. Vorstellung versus Realität. Das war eben die Vorstellung. Jetzt kommt die Realität. Und das war natürlich nur ein Spaß. Ne? Wir haben immer Spaß, wenn wir nach Hause gehen. Ne? Oder? Haben wir nicht voll immer Spaß? Na komm, Leute, schnell die Kamera aus. Schnell, mach die Kamera aus. Sonst können die uns sehen. Verdammt, schnell weg hier, weg hier, weg. Normalerweise ist es ja so, dass wir hier Morning Walking machen, beziehungsweise ich. Und jetzt habe ich meine Frau mit angesteckt, dass sie morgens auch mit rauskommt. Und dann sind wir mit dem Fahrrad gefahren. Bloß da habe ich dann jemand von vorne, Gegenverkehr. So, da habe ich jedenfalls gemerkt, so das Fahrradfahren, das bringt nicht genug Bewegung. Aber das war so cool, dass man auf dem Fahrrad, auf dem Sattel, hier auf dem Gepäckträger alles raufstellen konnte und man musste das nicht tragen. Ja. Dann sind wir wieder zu Fuß gegangen, mussten das alles schleppen. Da waren schon meine Schultern hier richtig rot und entzündet. Aber wir sind zu Fuß, weil ich Rücken hatte. Genau. Und jetzt kommt die Symbiose aus beidem. Wir gehen zu Fuß und schieben das Fahrrad, wo unser ganzer Krams drauf ist. Und vorne noch mal eine Blume rangehängt. Ne? Ach genau, da hängt ja auch noch was Schönes, ne? Ja, das ist mal richtig umweltbenutzt. Schrei nicht so. Das ist mal richtig. Das, hör doch mal auf. Schrei nicht so. Das ist mal richtig umweltbewusst, oder? Also wir sind so grün. Wie dein Pulli. Wie mein Pulli, genau. Und jetzt wurde ich mal kurz abgehängt. Marie hat da jemanden getroffen aus Russland irgendwie. Also die sprechen die ganze Zeit Russisch und ich verstehe kein Wort. Und wer jetzt gedacht hat, dass es Frühstück gibt, April, ich muss jetzt erstmal den Staubsauger hier reparieren. Marie hat den Staub rausgelassen. Marie hat den Staub entleert und kriegt das Ding nicht mehr zusammen. Was ist los? Also, eigentlich lasse ich mich frühstücken dann doch jetzt erstmal. Ich krieg dieses Teil hier nicht rein, das ist doch scheiße. Das geht nicht. Mama klappt es bei mir, Mama klappt es. Jetzt bin ich dran. Ich film dich auch. Und ich soll das hinkriegen? Du hast es letztes Mal schon gemacht. Das Teil habe ich scheinbar falsch eingesetzt. Aber das gehört so eigentlich. Warum das nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Kannst du das nicht einfach zusammenstecken? Nee, weil das nicht geht, weil dieser Einsatz richtig drin sein muss, damit es zusammen. Nee, das ist andersrum wieder. Das gehört, ja, genau. Ich hier, der Profi. Ich kann noch weniger. Wenn dieser Plastikeinsatz hier nicht richtig sitzt, also man merkt, wenn es versenkst. Wieso, Ja, jetzt glaube ich, geht das. So, noch die richtige Reihenfolge hier. Die richtige. Ist das so rum? Ja, ja, ist richtig. Das muss richtig sein, ne? Da unten. Doch, eigentlich müsste das richtig sein. Und oben rein und. Ja, dann sitzt es wie immer noch nicht. Nee, genau, dann ist falsch. Dann ist das Ding immer noch falsch drin. Dann kann das jetzt nur noch einmal. Nee, das gehört so. Das muss richtig einklacken irgendwie oder so. Das muss saugend passen. Ja, eben. Echt. Ah, okay, jetzt haben wir es wieder. Yes! Danke! Frag Adi. Ja. Adi online. Und da ist er! Ex-Grundschüler, ne? Mein Zeugnis besteht aus 2 Dreien, 5 Vieren und 1 6. Also bleibst du in der Grundschule. Sonst können wir zur Schule gehen. Raus hier. Raus! Tschüss! Ja, ciao, Leute. Weg mit dir. Ernst, hier, zeig mal bitte dein Zeugnis hier. Also, kommt der hier mit so einem Zeugnis nach Hause? Mama ist schon geschockt. Ja. Wie sieht's denn aus? Aber alle Kreuze sind vorne. Alle? Ja, alle. Ey, beim letzten Mal war einer zweite Reihe, oder? Ja. Das sind
sehr wo sind denn die zwei Dreien? Sind vier, und wo sind die fünf sind Vieren und Sechsen. Hm? Oh. Und Sechsen. Hm? Also guck mal, das sind hier die alles vier. Eine Eins? Das sind die Sechsen sogar. Ja. Und das sind alle Kreuz ganz hinten. Unsicher. Und nun erzähl mal. Nein. Jetzt kommt die Realität. Das war gerade eben hier Albtraum. Und jetzt kommt Reality. Max kommt auch gerade. Oh, gleich gibt's den nächsten. So, also, hallo? Was ist jetzt? Oh, ey, also, was ist das? Ich habe einmal in Deutsch eine 2, in Mathe eine 2, RHSU eine 2, Englisch eine 2, Musik eine 2, Sport eine 2, Kunst eine 1, Religion eine 2. Wow! Alle Kreuze vor. Sehr cool! Hast du auch 2, 3, 5, 4, 6, 7, Sag ich jetzt noch nicht. Oh nein, der wird Top Secret? Noch, komm, noch, raus noch, mit der Sprache! Nee, noch bist du versetzt worden? Sag ich euch nicht. Also, oh nein. Ash, ist deine Besetzung verfährdet? Ich meine, ist deine Versetzung gefährdet? Nein. Ja, Ash besucht die vierte Klasse. Ja, nein. Du wiederholst die vierte Klasse? Ja. Ehrlich? Ja, nein. Voll cool, Mann. Ja. Ey, dann kann er ja wenigstens alles schön. Dann schreibst du nur noch einzeln, wenn du das alles wiederholst. Ja, stimmt. Normalerweise war er viel zu früh eingeschult worden. Also eigentlich kannst du wieder die vierte. Genau. Ich hätte nichts dagegen. Nein. Ich hätte nichts dagegen. Nee. Das war ein Spaß, ne? Naja, wir gucken mal, was auf uns noch so. War das ein Spaß? Ja, das war ein Spaß. War nur ein Spaß. Ne? Und versäumte Tage, was immer. Versäumte Tage? Du hast versäumte Tage? Schwänzertage? Einen Tag hast du? Zeugnis für. Also, zusätzliche Bemerkung: Durch Fleiß und Zuverlässigkeit hat sich Ash eine gute Grundlage für die weiterführende Schule erarbeitet. So soll er weitermachen. Cool. Perfekt! Ab zum Zeugnisessen! Ja, zum Döner! Sonst kriegen die nichts zu essen, nur wenn sie gute Zeugnisse bringen. Und nun haben wir in der Zwischenzeit doch schon mal ein bisschen gefrühstückt und jetzt ein Video gedreht, bearbeitet für Ash 5 hier. Der hat da einen Tag Teddy-Essen gemacht. In der Zwischenzeit sind auch Ash und Max aus der Schule wieder zurück und haben ihre Zeugnisse gekriegt. Das könnt ihr aber dann bei Ash oder Max oder bei TipTapTube gucken. Wir gehen nämlich jetzt gleich ja erstmal ganz woanders hin. Mhm. Da habe ich so viel Hilfe bekommen. Ich bin froh mit allem, was er macht. Also egal, wie die Noten. Die haben alle geschimpft, dass ich da so streng bin. Ja, schon. Ach ja, und jetzt gibt es noch die Reste von der Pizza von gestern. Ja, aber ist noch nicht alles schon. Okay, wir haben noch mehr im Kühlschrank. Und wir haben Salat. Und wo sind die Piccolini von vorhin? Siehst du die nicht? Wie sind die denn zerlaufen? Was ist das denn? Ja. Naja, ich esse sie eh nicht. Und es geht endlich los. Heute werden wir den Woni kaufen. Hä? Mein Wohnwagenanhänger. Endlich geht es zur Sache und wir können schön in den Urlaub fahren. 6 Wochen Urlaub im Wohnwagen. Lieber nicht. Jetzt geht's erstmal los. Nein. Was? Es geht zu viele Woche jetzt. Nein, Wohnwagen. Morgen fahren wir zum Wohnwagen. Musst du jetzt nicht. Mein Video heißt ist ernst? Wohnwagen. Ja, machst du morgen weiter. Tschüss, es geht zu viele Woche. Gib's mal wieder zu sehen. Okay? Das ist Tschüss, Schnucki. Wir fahren dann ohne dich. Oh, ich gehe dann zu Fuß mal meinen Wohnwagen holen. Ja. Und wir sind unterwegs. Und die Kinder freuen sich schon auf den neuen Woni. Hier, hä? Keiner will den Woni. Keiner will mit mir in Urlaub fahren mit dem Woni. Naja, gleich werden die sehen, wie toll der ist. Lachst du gerade? Nein, alles gut. Und da steht er, das gute Stück. So toll. Schnucki ist schon... Nee, ne? Scheiße. Die Vorfreude ist am Überschäumen. Ja. Vor allen Dingen da. Vorfreude. Und bei dir? Oh Gott. Und bei dir? Dabei sieht der so cool aus. Guck mal, da hinten, da ist hier, muss ich mal ein bisschen dichter ran hier. Hier ist so eine kleine Sitzgruppe, das kann man umbauen und dann hier pennen. Und auf der anderen Seite ist noch eine zweite Sitzgruppe, natürlich auch zum Umbauen. Und das ist sogar noch breiter hier. Guck doch mal, wie breit das ist hier. Da kann man sogar zu dritt liegen. Also das wäre genau richtig für uns. Und hier drinne, Pischolette, aber keine Dusche. Weiß ich nicht. Und dann gibt es natürlich hier noch was zum Kochen und Ablageflächen. Hier und ein Vorzelt oder so. Hier sind und hier ist ein Schrank dran. Winterteilzeit, Sonnensegel, Neuwerten. Hier ist
Es wäre so perfekt. Und die Karre kostet nur 5000 Euro. Nicht so wie alles andere hier, also das können wir uns dann auch leisten. 5000, dafür müssen wir dann ein bisschen sparen. Und dann wären wir im Urlaub. Ich bin von Wohnwagen umzingelt. Es ist hier alles voller Wohnwagen, Wohnmobil und meine Familie ist weg. Ich würde hier irgendwo rumkrabbeln. Da! Da hinten sind sie. Da! Also, die wollen sich hier jetzt was angucken, was so ungefähr so bei 45.000 Euro liegt. Oder wollt ihr das mieten her? 53 nur. Nur 53? So ein Schnäppchen. 53.911. Also, wie sieht's da aus? War das nicht das? Oder sowas findest du gut hier? Besser. Nicht gut. Kann ich gar nicht sehen. Besser. Und hier ist, glaube ich, noch ein Bett. Man kann das da nochmal schlafen. Voll auf jeden Fall. Was ist das denn? So, jetzt geht's. Es sieht auf jeden Fall. Eine Dusche? Ja, sowas hat man. Das ist auf jeden Fall, es sieht besser aus. Moderner halt. Das andere eben war halt so ein, ich weiß nicht, von vor zwei Jahrhunderten. Ja. Hat man damit gefahren. Kostet halt nur 5000 und nicht 50.000. Das erinnert mich an so ein Schiff. Ja, ja, ist auch. So ein Boot. Segelboot. Das hier, ne? Ja. Sogar im Backofen. Wir können auch segeln gehen, hätte ich auch nichts gegen. Nee, dann lieber fahren. Ja, cool, ne? Merkst du, ich habe gut. Top, dann. Oh, das hat schon was hier. Ja, aber wir müssen dafür. Hast du noch WLAN? Leistest du mir ein bisschen Geld? Guck mal, da oben über dir ist ein Bett. Hast du gesehen? Kannst du dran ziehen jetzt, dann ziehst du das Bett runter. Zieh mal. Weiter. Gott. Weiter. Ah. Geil. Noch weiter. Vorsicht. Zieh mal noch weiter runter. Ich guck. Genau so. Lol. Jetzt hast du da ein Bett drin, ne? Total cool. Das ist witzig, vor allem, weil alles runterfährt. Und ich glaube, kann man das nicht auch noch zum Bett umbauen hier? Nee, das sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Ich hätte noch einen toppigeren. Noch einen toppigeren? Ich wäre Beifahrer gerne. Warum? Wieso nicht Fahrer? Du bist ja noch nicht 18. Ja. Also. Sieht schon nicht schlecht aus hier. Auch so mit seiner Küche. Und hier so ein Essbereich oder solche Tische, wo man dann seine Videos bearbeiten kann. Und hier vorne das Cockpit. Ist schon alles recht cool. Hier ist noch ein Seitensitz. Aber 50.000. So oft kann ich gar nicht hinkriegen, Krampf in der Hand. Also raus hier. Bisschen mehr als 50.000 sogar. Wo wollt ihr hin? Das ist ja ein Schiff hier, das ist ja viel zu groß. Du musst doch damit mal fahren, ne? Du musst dich mal da reinsetzen, da fühlst du dich, als wenn du irgendwie. Ja, genau. Busfahrer bin ich nicht. Der ist gut hier. Das wäre so mein Ding hier. Schön klein, handlich und kompakt. 42.000, doch nicht meins. So, wir können jetzt. Oder so einen größer, der wäre cool. Oder was? Der da? Kaufst den und ohne Kinder. Ah, der war auch teuer, der war auch nur 20.000. Ja, nee, das wollen wir auch nicht. Und hier steigen jetzt die Kinder ein und sagen, okay, der ist gut. Ja, 24.000, 25.000. Natürlich ist der gut. Der hat auch einen guten Preis. Der ist cool. Das ist das Beste. Natürlich, gar keine Frage, aber der Preis. So wie ein Hotelzimmer hier. Der hat was. Das ist das Beste. Der hat sogar eine Sicherung. Jeder hat eine Sicherung. Echt? Klar. Mhm. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ne? Ja, schon cool. Ja, das ist neu. Kostet aber auch das 5.000. Kühlschrank. Coolerer Kühlschrank als bei uns zu Hause. Ja, ist so. Guck mal, da auch, kannst du überall. Das hat mehr Style so, ne? Also, ja, ne? Ja, aber am Anfang drin war halt echt schon echt alt. Du bist nur verwöhnt. Ich finde das ja immer noch nicht so richtig cool. Weil. Aber schon ein bisschen cooler, ne? Cooler. Guck mal, wenn das richtig cool ist, dann hast du da vorne noch ein Fenster hier in der Vorderfront. Man könnte theoretisch das andere ja auch gut umbauen. Also so einen Boden reinlegen, das geht ja auch. Das Teppich da rausnehmen, ein bisschen moderner. Andere Polster kann man da nehmen. Das ist natürlich ein anderes Holz, ne? Vor allen Dingen, guck mal, hier könnt ihr. Und ein anderer Preis. Da schläft Mama und Papa und da schläft. Guck mal. Was? Hier schlafen wir zu zweit? In einem Bett? Ja, nee, hier Max, das geht nicht. Hier du und Mama und ich auf der Couch. 25.000 möchte ich nicht. Nee. Kann ich nicht bezahlen. Möchte ich nicht, kann ich nicht. So, das wäre schon mal so richtig cool hier. Ja, der Preis schreckt natürlich ein bisschen ab. Aber Schnucki, weißt du was?
wir bräuchten nur so ungefähr 10 Jahre lang zu sparen. Na toll. Dann haben wir das Geld zusammen. Dann bin ich nachher 50 und du 60. Ja, dann brauche ich einen Rollator und keinen Anhänger mehr. Und die sind dann auch nicht so teuer. Und jetzt kommt hier noch ein anderer Wohnwagen ins Visier. Nice. So jetzt von innen aus hier. Was ist natürlich alles ein bisschen kleiner, ne? Steckdosen. Bro, doch, nein. Doch, da eine. Da war der andere eben besser. Aber das ist für zwei Leute. Ja, das ist zu eng. Das ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kaufen wir uns so ein Ding, ja? Dann fahren wir, ja. Ich habe dann ein Wohnmobil. Ach so, ja, aber die sind viel teurer. Ja, aber wann sind die denn aus dem Haus? In 20 Jahren? Fünf Jahren? Zwei Jahren? Zwei Jahren? Hier gibt's richtig viel Stück. Also, der ist auf jeden Fall zu klein. Das wird nix. Ja. Aber cool sind die, ne? Komm, Moisi. Gekauft. Hä? Spaß. Ash, komm! Sieben Steckdosen! Boah, das ist wichtig, ja. Sieben Steckdosen und mit WLAN und so, ne? Ohne dem geht nichts. Und da haben wir ein Riesenrad. Bei der Kieler Woche, da geht's jetzt hin. So. Das war jetzt die Operation Wohnwagen. Wer ist jetzt für den Wohnwagen? Also ich bin jetzt dafür, dass wir uns jetzt im Internet ein bisschen was angucken. Hast du eben irgendwas gezeigt? Also, oh mein Gott, guck mal. Hast du dich die fallen gleich. Hast du dich gerade gemeldet, hier für Wohnwagen oder gegen? Gegen. Und du? Also ich bin eigentlich dafür und auch ein bisschen... Doch, damit fahren wir gleich. Nee, ich nicht. Also wir hätten gerne. Bist du auch für Wohnwagen? Ja, ich muss das mir nochmal überlegen. Scheiße. Also ich würde sagen, aber Schnucki, also wir hätten gerne den neueren, aber der ist so teuer. Aber der ist so geil. Also wir gucken uns im Internet mal das an. Das eine, was man will, das andere, was man kann, ne? Ja. So, also mein Video würde ich dann sagen, ist jetzt hier zu Ende. Mein Wohnwagentraum ist hier auch zu Ende. Nein, noch und nicht. Jetzt geht's hier auf die Kieler Woche. Ja. Also da stehen schon mal hier diese zwei Türme, wo ich garantiert nicht mitfahren werde. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt's da nach Hause. Vielleicht gibt's da noch eine Wurst für mich oder so. Dann. So, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.